Bei dieser Dampfbügelstation von der Firma Tefal tritt kein Dampf aus dem Bügeleisen, aus den Öffnungen des Bügeleisens. Auch wenn ich hier an dem Schalter, an dem Griff ist ein Schalter, den ich dann betätige, auf den ich dann drauf drücke und es kommt kein Dampf aus den Öffnungen. Sonst wird das Wasser in dem Tank erhitzt. Auch die, wenn ich es einschalte, die Glimmlampe leuchtet hier, kann auch hier die Temperatur einstellen. Ich sehe das auch, dass hier die Glimmlampe leuchtet. Das heißt, auch die Temperatureinstellung funktioniert. An diesem Drehknopf beim Bügeleisen, dort kann ich auch Einstellungen vornehmen, funktioniert auch alles. Ich schaue mir natürlich immer die Bedienungsanleitung, die Originalbedienungsanleitung des Gerätes vorab an. In der Bedienungsanleitung gibt es auch Hilfe zu Problemstellungen, Problemcodes, woran es liegen kann. Wenn ein Gerät noch so ein Display hat, wird ein Fehlercode angegeben. Mithilfe der Bedienungsanleitung wird dann dieser Fehlercode beschrieben, woran es liegen kann, wo die Fehlerstelle sein kann. Und an dieser Bügelstation ist sowas nicht vorhanden. Dennoch schaue ich mir die Bedienungsanleitung an, die Unterlagen an, die vom Hersteller beim Kauf mitgegeben worden sind. Eine Entkalkung wurde schon von meiner Seite her professionell auch durchgeführt. Ich habe dazu so ein Entkalkungsmittel gekauft und diese dann so angewendet, wie es dann auf der Verpackung stand. Denn es kann ja sein, dass diese Rohre hier, diese Verbindungsschläuche, genauer gesagt, nicht Rohre, aber Schläuche und auch die Austrittsöffnungen aus dem Tank zu den Schläuchen, also von der Sohle, von den Öffnungen der Sohle bis zu dem Tank, ist es möglich, dass sich dort Kalk gebildet hat und dadurch den Dampffluss behindert und deshalb hier kein Dampf heraustritt. Und ich habe es so wie beschrieben auf diesem Entkalkungsmittel auf der Verpackung, wie es beschrieben ist, auch angewendet. Und das waren zweimal habe ich es angewendet, hat aber nicht geholfen. Also die Schläuche und alle Verbindungen hier sind frei von Kalkresten. Die sind dann rein, sauber. Und als zweite Fehlerstelle, was natürlich auch als erste Fehlerstelle zu sehen ist, dass hier dieser Schalter, der hier vorhanden ist, dass der ja defekt ist. Und so wie ich so nachgeschaut habe, sieht es nicht aus, dass es defekt ist. Und als dritte Fehlerstelle vermute ich, dass das Magnetventil, was ja auch hier mit eingebaut ist bei Dampfbügelstationen, dass der defekt ist. Den müsste man dann komplett ausbauen, also die Bügelstation komplett hier in seine Einzelteile zerlegen und das Magnetventil rausnehmen und durchmessen. Wenn die Werte sagen, dass es dann defekt ist, dann müsste man den dann tauschen. Sonst so ohne zu öffnen, ist es nicht möglich, das Magnetventil zu überprüfen, ob es daran liegt. Und sonst, wenn Sie so ein elektrisches Gerät öffnen und reparieren, wenn Sie es hier nachmachen möchten, machen Sie das natürlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wenn Sie solche Geräte allgemein
elektrische Geräte, Elektronikgeräte öffnen, in seine Einzelteile, zerlegen, dann verlieren sie auch die Garantie. Und natürlich auch, sie können dann auch komplett das Gerät kaputt machen, wenn sie da keine Ahnung haben. Deshalb machen sie das alles in ihrer eigenen Verantwortung. Dieses Video dient als Informationsquelle, als Unterhaltung. Es ist keine professionelle Anleitung, wie so eine Reparatur durchgeführt wird. Deshalb würde ich Sie bitten, diese Arbeit natürlich von Fachkräften ausführen zu lassen. Wenn Sie das doch selber ausführen, dann machen Sie das natürlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Was natürlich sehr wichtig ist, auch zu beachten ist, wenn Sie solche Geräte öffnen, sollten Sie die richtigen Werkzeuge nehmen, die richtigen Schraubendreher, ja, die richtigen Werkzeuge einsetzen. Wenn Sie die nicht einsetzen, können Sie natürlich auch vieles kaputt machen. Die Teile, auch wenn es nur die Schrauben sind, wenn Sie da eine Schraube kaputt machen, beim Zerlegen ist es schwierig, so Ersatzteile für diese Geräte zu finden. Sie sollten da schon vorbereitet an diese Sache rangehen, wenn Sie es dann zerlegen und natürlich alles in einem stromlosen Zustand zerlegen. Ich schaue mir das an. Diese Geräte zu öffnen ist auch schwierig, weil man auch hier nicht einfache Schrauben hat, also keine Schlitz- oder Kreuzschrauben hat. Meistens sind das so Torx-Schrauben, Torx mit Loch innen drin, also spezielle Schraubendreher braucht man dafür. Und auch hier zum Beispiel die Schrauben bei diesen Bügelstationen befinden sich hier in den Öffnungen hier, in diesen Öffnungen. Und dort müssen Sie dann mit so dünnen, langen Schraubendreher Torx-Schrauben sind das. Mit diesen müssten Sie dann hier reingehen und dann abschrauben und vorsichtig abschrauben. Das ist nicht so einfach. Wenn ich alle Werkzeuge dafür habe, werde ich das natürlich öffnen, weil ich gesehen habe, dass hier die Schläuche nicht defekt sind, dass der Schalter nicht defekt ist. Also müsste der Fehler hier innen drinne sein. Das heißt, der Fehler liegt dann höchstwahrscheinlich an dem Magnetventil. Wenn Sie natürlich noch Ansätze haben, Lösungsansätze haben, wo Sie sagen können, daran könnte es noch liegen, dann wäre das natürlich auch hilfreich. Schreiben Sie das im Kommentarbereich. Das wäre ja nicht nur für mich hilfreich, sondern auch so für die anderen Zuschauer. Ich werde das jetzt hier zerlegen, die passenden Werkzeuge raussuchen und dann anfangen, hier zuerst mal diesen Tank zu öffnen und dann nacheinander die elektrischen Bauteile, die eingebaut sind, durchmessen, kontrollieren. Eine Besichtigung, Gerätesichtung, genauer gesagt, ist immer sinnvoll am Anfang, wenn Sie so eine Reparatur durchführen, und nicht so voreilig sein. Seien Sie da geduldsam, machen Sie das mit Geduld. Nehmen Sie die richtigen Werkzeuge, schauen Sie sich die Unterlagen hier an vom Hersteller, schauen Sie sich das Gerät von allen Seiten, von allen Bereichen hier an, und wenn Sie von außen an dem Gerät messen können, machen Sie das, auch wenn es nur Durchgangsmessung ist, und natürlich alles im spannungslosen Zustand durchprüfen, durchmessen, kontrollieren. Und wenn Sie dann so eine Vorahnung haben, woran es liegen kann, dann könnte man loslegen, das zu öffnen, wenn Sie äußerlich keine Fehlerstelle gefunden haben. Und dann können wir nacheinander das Gerät öffnen und die Bauteile, die höchstwahrscheinlich defekt sind, mal durchmessen.
Und dabei natürlich immer geduldsam vorgehen, nicht alles auf einmal zerlegen. Wenn man sowas zerlegt, ist es meistens auch schwierig, wieder sauber wieder zusammenzubauen. Und das kommt natürlich durch Erfahrung. Wenn Sie mir immer wieder Geräte hier zerlegen, reparieren, dann funktioniert das natürlich selbstverständlich. Aber wenn Sie ein, zwei Geräte nur geöffnet und repariert haben, ist es ratsam, das alles langsam vorzugehen mit den richtigen Werkzeugen, diese dann zu zerlegen, die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Das wäre dann so von meiner Seite her so Informationen, die ich Ihnen geben kann, Ratschläge, die ich Ihnen angeben kann. Und alles natürlich im spannungslosen Zustand und dann mit den richtigen Werkzeugen. Ich werde jetzt erstmal diesen Tank hier zerlegen und dann schauen wir weiter, wie wir das dann hier reparieren können.